Hallo meine Lieben, guten Morgen, ist etwas spät. Wir haben es bereits 11:22 Uhr. Ich bin auf dem Weg zur Klinik. Ich lege euch mal wie üblich hier ab, sodass ich beim Autofahren nicht irritiert bin. Ich wollte noch mal ein paar Worte zu dem gestrigen Video sagen. Ich habe euch spät abends noch ein Video hochgeladen, weil es mir wirklich ein großes Anliegen war, noch mal zum Suizid, zu Suizidgedanken, zu dem Kommentar einer Zuschauerin gleich zu reagieren drauf und was zu sagen. Also in jedem Fall immer im Dialog bleiben, auch wenn ihr euch in einem Abgrund fühlt, auch wenn es hoffnungslos erscheint, auch wenn ihr das Gefühl habt, kein Mensch kann euch helfen und auch wenn es wirklich so sein sollte, dass keiner helfen kann, es kann trotzdem jemand da sein für euch. Manchmal ist es auch nicht notwendig, eine schnelle Lösung zu haben, sondern manchmal geht es nur darum, eine Situation als Krise zu erkennen und diese Situation nicht für die Welt zu nehmen, sondern diese Situation im wahrsten Sinn des Wortes auszuhalten und zu übertauchen. Das heißt, ihr dürft mal traurig sein, ihr dürft das Gefühl haben, in einem Loch zu sein, ihr dürft das Gefühl der Ausweglosigkeit, der Hoffnungslosigkeit, der Erschöpfung haben. Aber was ihr nicht dürft, und das sage ich jetzt einfach mal so ganz autoritär zu euch. Ihr wisst, ich bin ungern autoritär, aber an der Stelle bin ich es halt mal. Was ihr nicht dürft, ist, dies, was ihr jetzt empfindet, wenn ihr gerade diese Gedanken habt, für die Welt nehmen, für der Weisheit letzter Schluss nehmen, für definitiv nehmen, sondern es muss, es soll, es kann eine Instanz in euch sein, wie so eine kleine Therapeutin, die dann sagt, okay, jetzt erscheint mir zwar alles schwarz und ausweglos, aber ich weiß, und wenn ihr nur es deshalb wisst, weil ich es euch sage, ich weiß, weil die Frau Bukrolli das im Video sagt, Scherz, ja, ich weiß, weil ich es einfach weiß, ja, ihr müsst es einfach wissen aus eurer Lebenserfahrung heraus, dass es nicht so bleibt, es bleibt nicht so. Es bleibt nicht so, ich verspreche euch, es bleibt nicht so. Selbst wenn man die schwärzesten Gedanken hat und das Gefühl hat, das geht das schon Wochen, Monate so, ja, das hört nie mehr auf. Selbst dann gibt es ein Licht am Ende des Tunnels, denn das Leben ist lebenswert. Und im schlimmsten Falle, meine Lieben, im Worst Case sozusagen, würde ich eine Psychopharmakatherapie niemals ablehnen in so einer schwarzen, abgrundtiefen Phase, wo ihr kein Licht am Ende des Tunnels seht und wo ihr auch für Psychotherapie und gute Ratschläge und ressourcenorientiertes Zusammenarbeiten in der Psychotherapie gar nicht zu haben seid, weil ihr einfach nicht mehr könnt. Da sind Psychopharmaka überbrückend sehr wohl hilfreich und sehr wohl empfehlenswert. Ihr wisst, ich bin sehr, sehr kritisch gegenüber einer Psychopharmakatherapie, die chronisch ist, die auf Dauer ist. Da bin ich sehr, sehr kritisch. Aber wenn jemand suizidal ist, wenn jemand sich wiederholende und manifestierende schwarze Suizidgedanken hat, ja, wenn jemand nicht mehr über den Tellerrand rausgucken kann, sondern immer nur in seinem Abgrund, in seinem Sumpf steckt, dann, meine Lieben, ist die Psychopharmakatherapie eine sehr, sehr gute Methode, die Stimmung biochemisch aufzuhellen, auf biochemischer Art und Weise einfach gegenzusteuern. Ja, das ist nichts, was man jetzt psychotherapeutisch nennen kann, das ist eben wirklich eine Pharmakatherapie, aber die ist sehr wohl indiziert, wenn die Situation die ist, dass ihr einfach nicht rauskommt aus eurem Loch. Und für Ratschläge, für Kommentare, für aufhellende Worte nicht mehr zugänglich seid. Ja, da gibt es dann keinen anderen Weg mehr. Ich sehe zumindest jetzt ad hoc keinen. Und manchmal ist es auch so, man braucht keine schnelle Lösung, man braucht nur einen Menschen, nicht der jetzt wie Wunderwutzi, sagt man bei uns, alles löst, sondern einen Menschen, der das aushält, dass man so versumpft ist, dass man so ausweglos ist, der dennoch einem das Gefühl gibt, da zu sein, ja? Dieses Dasein, dieses Mitsein, das ist das Um und Auf in so einer präsuizidalen Phase. Und dann kann die präsuizidale Phase münden in eine Phase der Kreativität, wo man die Krise als Ressource erkennt und als Lernerfahrung im besten Falle. Ich weiß, das klingt sehr theoretisch und abstrakt für jemanden, der gerade mitten in der Depression steckt, aber ich will es euch trotzdem mitteilen, dass es ganz, ganz wichtig ist, nicht den Kontakt zur Außenwelt aufzugeben und diesen kleinen inneren Therapeuten immer wieder anzuknipsen und auf ihn zu hören und sich zu sagen, okay, ich spüre es zwar jetzt nicht so, ich empfinde es nicht so, ich empfinde alles als ausweglos, aber ich weiß, dass es nicht so ist, ja? Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und tschüss.